den ich hier gerade habe, finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich sag mal so, das ist jetzt schon mein viertes Modell davon. Das einzige Problem, was ich mit dem Stuhl habe, ist, dass teilweise die Lehnen sehr anfällig sind. Also die schneiden sich sehr gerne ein. Weil wenn du mit denen an die Tischkante kommst, dann kann es sein, dass du diese Ummantelung, die du bei den Lehnen hast, zerschneidest teilweise. Abgesehen davon bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem Stuhl. Er hält viel aus. Er ist robust. Und er ist bequem. Klar, ich könnte mir jetzt noch ein Kissen draufstellen. Also ein Kissen drauflegen, das noch bequemer ist. Aber dann hätte ich wahrscheinlich Angst, dass ich die ganze Zeit einschlafe. Das wäre für euch, glaube ich, auch nicht sehr interessant, wenn ich dann mit dem Stream mache. Ansonsten könnte ich dir auch einen Stuhl mit Massagefunktion empfehlen, wenn du willst. Na. Chef, ich kann leider nicht zur Arbeit kommen, ich bin krank. Ich glaube, er wird meinen Chef ein bisschen durchdrehen. Und ich glaube, da würde nicht nur mein Chef durchdrehen, sondern auch meine Kollegen. Wieso, auf was für einen Anruf wartest du denn? Warum machst du denn sowas?
Mal gucken, ob sie sich melden oder nicht. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Aber das sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier mit den Kapseln. Muss ich die dann eigentlich einzeln zuweisen oder machen die das automatisch? Eine Kapsel kostet 120 Stahl, 14 Uran, 3 Bauteile und 3 fortschrittliche Bauteile. Die andere Struktur kostet 350 Stahl, 280 Plastahl, 70 Uran und 8 fortschrittliche Bauteile. Ein Handelsschiff von Ron. Valla, geh doch mal hin und kontaktier die. Fortschrittliche Bauteile, Gitterweltenmedizin. Glasstahl haben wir noch mehr als genug. Aber auch den können wir schon mal mitnehmen. Sicher ist sicher. Teurer Einkauf. Nee. Egal, wir brechen jetzt erstmal, also wir stoppen oben die Bauten erstmal an dem Schiff. Und lassen erstmal die anderen Sachen weiterbauen. Weil dass die Verteidigung so gesehen fertig wird, hat Vorrang. Falls wieder Monsieur, ich habe 50 Mech-Raids auf Lager, meint, er müsste hier wieder reingucken. Ooh.
Nee, ich muss mir noch hier. Ich glaube, ich kaufe mir irgendwann noch eine gescheite Kamera. Ja, das auf jeden Fall. Aber dann bitte nicht wieder so viele. Also nur 500. Gold habt ihr nicht im Angebot und andere Sachen, die ich brauche, auch nicht. Aber euer Geld nehme ich gerne. Ja, das Problem ist, Ron, die haben bloß eine bestimmte Anzahl von Geld dabei. Lagerplatz habe ich mehr als genug Ron. Also am Lagerplatz scheitert es nicht. Das Einzige, was ich hier noch machen könnte, ist... Geschenk überreichen. Ach, Waffen wollen sie nicht. Stimmt, da war ja was. Jetzt hätte ich denen jetzt Waffen überreicht. Ja, aber Ron, die Karawanen haben ja nichts damit zu tun, wie viel Zeug ich im Lager habe. Sondern die Karawanen haben damit zu tun, wie schnell die Kolonisten die Tiere beladen
oder ob die Tiere jetzt meinen, nee, ich stehe die ganze Nacht jetzt doof rum und schlafe nicht. Damit haben ja die Karawanen zu tun. Und wenn die Tiere halt meinen, sie müssten die ganze Nacht rumstehen und dann am Tag schlafen, dann kommt die Karawane halt nicht weg. Morgen, Hugoli, grüß dich. Es ist nicht einfach, aber man behält doch den Überblick. Ich meine, du kannst dir anordnen, wie du willst. Theoretisch könntest du jetzt im Arbeitsplan anfangen. Du ordnest dir erst alle Ärzte an, alle Aufseher, alle Tierpfleger, alle Köche. So könnte man machen. Ich habe es halt eher nach Waffen geordnet. Ja, ist schon einiges los. So, ich hätte gern die Boomerlupe.
Genau, so bekomme ich. So kaufe ich. Die Pomalupe will ich für Benzin haben. Bonanza. Den Klarstahl will ich haben. Was? Momentchen mal. Falsch rum. Nicht ich will verkaufen, ich will kaufen. Genau, ich verkaufe dir mal kurz meinen kompletten Plastahl. Hallo Q. Kriege ich ja bloß 43.500, aber er hat nur 988. Ich spiele schon seit mehreren Stunden RimWorld und trotzdem verwirrt mich das Handelsmenü trotzdem teilweise. Weil wir haben jetzt eine negative Zahl und kaufen ein. Und keine positive Zahl und kaufen ein. Den Tooltip haben sie immer noch nicht überarbeitet. Und das finde ich schade. Das finde ich sehr, sehr schade. So. Also es gibt einige Sachen, die ich gerne auch in RimWorld haben wollen würde, aber das muss man halt gucken, wie sich das Spiel noch entwickelt. Ich meine, es ist schon gut so, wie es ist. Es sind Kleinigkeiten, die mich da persönlich aufregen. Alarm, es brennt. Feuer, meine Lieben, Feuer. Und Ron nebendran pennt einfach. Die Bude fackelt ab und Ron. Gesunder Schlaf, der Junge. Normal sollte deine Frau neben dir liegen. Krähe. Besitzer zuweisen. Ron und Krähe. Aber ich tippe, Krähe ist... Krähe, da ist sie. Ich tippe, Krähe ist nachtaktiv, oder? Nee. Einfach nur... Ach, die hat keinen deinen Archtech-Arm bekommen. Guck mal. Ich wusste doch, irgendwo hatten wir einen Archotech-Arm. Den hat Krähe bekommen.
Wollt ihr denn ein Cyborg-Paar sein? Mrs. und Mr. Robocop? Schatz, bringst du den Müll raus? Nein, das Spiel läuft noch! Bring den Müll raus, oder ich jag den Fernseher hoch! Okay, okay, okay! So mit so einem kleinen Atomsprengkopf im Handgelenk versteckt. So einen kleinen Raketenwerfer auf dem Rücken. Ich meine, wir haben noch zwei Doomsday-Raketenwerfer, die könnte man ja einfach auf den Rücken knallen, oder? Brauchen wir so eine Mech-Rüstung. Jetzt haben wir noch zwei Gatlings unter das Handgelenk. Stell dir mal vor, du könntest wirklich so Iron-Man-Rüstungen in Rimworld bauen für deine Kolonisten. Also, so gesehen, als Forschung nach Marinerüstungen. So Ektoskelette und all sowas. Und aus den Ektoskeletten könnten sie ja wirklich so Iron Man-Anzüge entwickeln. Ist halt die Frage, wie die Feinde das dann kontern. Kontern sie irgendwann mit purer Masse, also so gesehen, dass du dann auf jetzt 50 Kolonisten dann irgendwie ein 500-Mann-Raid bekommst, weil du halt bloß noch in Ironman-Outfits dran steht. Lustig wär's. Doch, die Tierbetten sind fast alle fertig gebaut. Sehr schön. Spiel? Are you fucking kidding me? Ja,
Leider nicht, Ron. Ich tippe mal, 90% davon werden einfach vergammeln. Und die restlichen 10% kann ich dann schlachten. Natürlich, aber trotzdem, trotzdem vergammeln sie, Ron. Die haben eine Krankheit, die dafür sorgt, dass das Fleisch sofort ungenießbar wird. Wenn du hier schaust. Bin ich gerade zu blöd für, warte. So. Hier, Scaria. So gesehen eine Krankheit, die die betroffene Kreatur in einen Berserkerzustand versetzt. Eine Kreatur mit Scaria kann durch eine spezifische medizinische Operation geheilt werden. Aber sie muss zuvor zu Fall gebracht werden. Unbehandelt führt diese Krankheit dazu, dass der Wirt etwa 5 Tage nach der Infektion stirbt. Scaria vergiftet das Fleisch und lässt die Haut verfaulen. Ja gut, das Fell bringt mir auch nichts. Scaria lässt Haut, Fell, Fleisch, alles vergammeln. Das komplette Tier ist für mich Abfall. Das kann ich nicht verwerten, außer ich würde mir dafür eine Mod holen. Und irgendwo hört es halt mal auf mit den ganzen Mods. Oh, ich habe ja die Tür zu. Ha. 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 Geil, ich habe die Tür zu. Stimmt, die haben ja noch gar nicht wieder aufgemacht. Sitze ich das jetzt einfach aus? Also ihr könnt ja mal sagen, sollen wir die Sache einfach aussitzen oder sollen wir die ganzen Tiere töten? Das überlasse ich gerne euch. Na, machen wir es so, denn ich muss jetzt noch ein bisschen was vorbereiten.